So, herzlich willkommen wieder zu MXGP, dem offiziellen Motocross Videogame, meine Karriere. Wir sind ja mittlerweile auf der Honda unterwegs, was wahrscheinlich eh schon jeder mitbekommen hat, der hier live mit dabei ist. Und es geht weiter nach Machiora. Und ich habe mich entschlossen, hier auch nach einem ganz kurzen Test 5 Runden wieder zu fahren, statt nur 3. Beim vorigen Part habe ich gesehen, das sind gerade mal nur 2-3 Minuten mehr als wie bei den 3 Runden. Also ich glaube, das vertragen wir schon. Zumindest hier mal die 2 auf jeden Fall. Hier habe ich gesehen, das ist hier durchaus machbar. Auch relativ interessant. Also da fahren wir gleich 5 Runden. Das schaffen wir. Und zwar müssen wir aber relativ... Oh, Nagel hat die Pole. Mein Teamkollege. Sehr schön. Sehr schön. Caroli. Und hier der zweite mit der 9, auch gut dabei. Ja, dann was geht. Genau, aber dafür tun wir keine Zeit verschwenden. So, Start frei, erstes Rennen hier in Italien. Los geht's, guter Start ist mal wichtig. Ah, da sind wir nicht ganz so gut rausgekommen leider. So, jetzt schauen wir mal. Oh, Bremspunkt dafür, gar nicht so schlecht erwischt. Jetzt ein bisschen außen, ein bisschen im Ding. Oh, Honda Doppelführung. Oh, jetzt habe ich einen leichten mitgegebenen Nagel und bin Zweiter. Oh, das war im Test, da war ich ganz weit hinten. Sehr schön, jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt, die 200 Piloten. Das wird unser Teamchef sicher freuen. Jetzt heißt es einmal sitzen bleiben. Na, was kann ich da so weit draußen? Ja, leck mich doch am Arsch, das gibt's ja nicht. Simpson mit der hellblauen Yamaha. Sehr schön, auch gut vorne dabei. Oh, Pauline. Ja, aber jetzt der WM-Führende. Oh, da, oder? Sicher, das müsste auch sein. Wieder hier vorne, Schneider wieder vorne mit. Ja, auch eine gute Strecke hier. Nicht ganz so eng wie in Frankreich, aber trotzdem geil zum Fahren. Dann die extreme Haarnadel hier nach dem Speedstück ein bisschen. Da muss man sehr schön aufpassen. Auch wunderbar. Da war ich gerade ein bisschen schneller wie die KI. Und ich bin schon der Zweite hier hinter Nagel. Sehr schön. Ja, Doppelsieg für Honda wäre doch geil jetzt. Da kann er jetzt gar nicht mal allzu viel falsch machen. Maximilian Nagel normalerweise. Da wären schon mal gute Punkte für ihn. Für mich wäre es auch geil für die WM. Zack, hier vorbei. Bei der Boxengasse. So, hier müssen wir, genau hier müssen wir bremsen, weil genau deswegen. Oh, aufpassen, umbleiben und Vollgas raus. Genau. Sehr spannendes Eck hier. Nicht zu weit springt eben, deswegen muss man da ein bisschen abbremsen. Sehr schön, wir nähern uns hier. Desalle auf 15. Ja, jetzt batzt er doch einmal. Der WM-Gegner auch hier. Mit wenig Punkten anscheinend heute. Einmal zumindest beim ersten Rennen. Und aufpassen. Ja, nicht übersch. Geht das weit raus? Das gibt's ja nicht. Gut unterwegs. Kann da alleine in aller Ruhe vorne fahren. Das wird schwer, dass man den einholen, glaube ich. Simpson hinten auf 3. Sehr gut. Ich fahre da gleich über den Berg. 3,4 auf Nagel. Was ist denn da? Geht springt. Nein, das geht's ja nicht. So, runter hier. Haarnadel. Sehr schön, jawohl, das ist ein bisschen mein Eck wieder, da sind wir wieder ein bisschen schneller wie die KI. Und runter hier, sehr schön, 3,9, ja, Nagel baut die Führung aus. Darf halt keinen Fehler machen, das ist immer das Gleiche. Boxen wieder vorbei, Runde 2. So lange schnell bleiben, wie es geht. Und hier gleich wieder voll raus. 2,4. Ja, das haben wir jetzt so erwischt, wie es eigentlich sein sollte, glaube ich. Das war echt ganz gut gefahren. Haben wir gleich auf Nagel was aufgeholt. Das ist da in der Zielgegend. Da hinten mit dem Jump, da können wir was gut machen, so wie es ausschaut. Hier schauen wir, dass wir einfach auf dem Motorrad sitzen bleiben. Aber natürlich trotzdem nicht zu langsam unterwegs sind, auch keine Frage. Aber hier ohne Risiko. Das Eck, sehr geil. Sehr geil auch die Strecke, jawohl. Gott sei Dank habe ich jetzt 5 Runden eingestellt. Gefällt mir.
gerade sehr gut, sonst wäre sie nämlich jetzt eh schon die letzte. Bei 3, Spaßeck, ja. Zum Glück wird man noch nicht respawned, witzigerweise, sonst ist man einen halben Meter daneben, wird gleich zurück respawned. Hier fahre ich am Berg rauf und nichts passiert. Scheißdreck, ja, das ist, da muss man ein bisschen vom Gas gehen. So, hier die Haarnadel, jawohl. Die haben jetzt mittlerweile auch halbwegs drauf. Da hinten die Kollegen haben auch schon ein bisschen Rückstand. Und auch 2,8 auf Nagel. Ja, hier hat er jetzt wieder was gut gemacht auf mich. Da muss ich wieder da im Ziel, in der Zielgegend wieder was gut machen beim Jump und so. Ja, da kommen wir schon hin. So, die gerade runter hier. Sehr schön. Die 100 Bauer. Runter hier die gerade. Anbremsen beim Hügel ungefähr. Jawohl. Ah, ein bisschen versetzt und voll raus. Jawohl. Sehr schön. Hier wieder raus. Ja, jetzt haben wir halbwegs die Runde drauf, glaube ich. Ein bisschen näher kommen, Nagel. Das könnte interessant werden. Desalle auf 13. Weh, ja. Schlecht für ihn. Gut für mich. Gut für uns. So, wie gesagt, jetzt schön wieder fahren. Nein. Ach Gott. Ja, mit dem Fehler müssen wir jetzt fast schon ein bisschen schauen, also ein bisschen wieder Gas geben. Mit einem leichten Risiko. Sonst kommen wir doch nicht mehr ran auf 5,4 auf Nagel. Ja, das ist. Das ist dann wohl zu viel. Kurz mit konzentrieren. Und jetzt haben wir wieder was gut gemacht, glaube ich. 2,7, jawohl. Mit einem leichten Risiko haben wir da wieder ein bisschen was aufgeholt. Da komme ich wieder in die Gegend hier. Boxengasse, jawohl, hinten Vollgas raus hier. Jawohl, wunderbar. Das haben wir optimal erwischt. Letzte Runde sind wir jetzt. Hinter unserem Teamkollegen. Wer ist der dritte? Roel Lanz, das habe ich noch nie gelesen. Unglaublich. Ja, weit und breit keiner von der WM hier mit dabei. Sehr schön, das gefällt mir. Jetzt bin ich schon gespannt aufs zweite Rennen. Da muss der Start auch wieder passen, sonst sind wir schon wieder hinten irgendwo dann drinnen. Die anderen sind jetzt nicht vom Speed wahrscheinlich viel langsamer wie Nagel vorne. Da sind wir von der Rundenzeit schon grob beieinander. Ja, er macht wieder ein bisschen was gut hier. Und bis zur Zielgerade ist das natürlich leider zu wenig für mich. Hier kann ich nichts mehr gut machen, da hätte ich müssen vorher vorbei an ihn. Letzte Chance da vorne, die runter auf die Haarnadel, aber da sind wir jetzt zu weit weg. Das wird sich wohl nicht. Oh, da hat er aber jetzt einen leichten Trink gehabt, einen leichten Schnitzer, glaube ich, Nagel. So, hier runter, aber da sind wir eindeutig zu weit weg. Nicht. Oh, ich dachte, ich komme schon drüben in die Fahrbahn. Dann wäre es jetzt definitiv aus gewesen. Ah, zu weiter Jump hier. So, runter nochmal, aber das hier eine Sekunde. Aber wir gönnen natürlich auch unseren Teamkollegen hier den Sieg, keine Frage. Und da, da ist schon das Finish. Okay, das war's dann. Bremst du ab, bremst du ab, bremst du ab! Oh. Das war knapp, aber geiles Rennen. Eine Zehntel hinter Nagel, ja, unglaublich. Und mit der Yamaha hier Joel Roiland. Paulin Vierter, Simpson, guter, ja, mit seiner Yamaha, mit der Ding Horribeck, Detaker Searl. Just, aha, das ist auch neu. Cairoli wieder mal der 10. von Türen. Desalle, Bocev, ja. Was soll man da sagen? Sehr gut. Ja, da freuen wir uns jetzt gleich mal aufs zweite Rennen. Das wird jetzt sicher auch geil. Glaube ich halt zumindest, verschreiben wir es mal nicht. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schluck noch von der Wasserflasche. So, zurück zur Strecke. So, gleich wieder Anfang an hier, ja, auf der Pole noch immer wieder Maximilian Nagel. Ja, da hat er die Pole nicht umsonst gehabt.
Und die ist auch, wenn man einen guten Start hat, gar nicht so schlecht. Das passt schon. Kann schon wirklich sehr wichtig sein. Und los geht's. So, was haben wir jetzt für einen Start? Ja, so mittel. Kann man so ein bisschen rein, weil dieser Zug ist vorbei. Gas geben. Da ist wieder Nagel. Jawohl, Sörl. Boah, kein Sturz. Wieder hier am Hinterrad leicht angekommen. Sehr schön. Pauline diesmal hier dabei. Schlecht dich, jetzt fahren wir da hinten raus. Das gibt's ja nicht. Meine Güte. Und da sind wir schon mittendrin im Geschehen. Vielleicht können wir ein bisschen was gut machen. Schauen wir mal. Da waren wir so gut auf 3 da wieder schon unterwegs. Ah, jetzt haben wir den Schräg eh schon ein bisschen besser im Griff. Uiuiuiui. Ah, Cairoli diesmal auch. Dabei auf 4. Ja, und wir sind schon wieder dabei hier. Sehr schön, sehr schön. Alles wieder weiter Jump hier. Auf der 4, sehr schön. Cairoli hinter mir. Ah, hast du wieder ein bisschen mit Angst bekommen anscheinend. Sind auf Gas gegangen. Das Behinderte hängen bleiben, das ist ja auch unglaublich. Meine Güte. Oh, da springen wir hier in die KTM-Box. Ja, gut, okay. Bin zu viel gewollt. So, aber jetzt. Konzentration. Ich war 9 da hinten, das gibt's ja nicht. Jetzt fliegt er wieder her, was ist denn jetzt? Es ist ja behindert, das gibt's ja nicht. Ich bin einen Schlag bekommen wahrscheinlich. Jetzt rutsche ich da eigentlich so weit raus. Oh, Jeff, mein Teamkollege, der zweite. Na, haben wir jetzt beide zu kämpfen gegen Nagel. Auf der Strecke. Ah, da muss ein bisschen Gas rausnehmen eigentlich, aber okay, halt war es nicht so schlimm. Ja, wir müssen wieder den normalen Speed vom ersten Rennen hier ungefähr drauf haben. Da haben wir phasenweise ein bisschen zu viel gewollt leider auch zusätzlich. Aber gut. Ja, hier rein, das war nicht auch extrem dämlich. In die Boxenmauer rein. Und hier mal den Suzuki-Piloten stehen gelassen, sehr schön. Ah, 7, das ist zu weit weg. Das ist leider zu weit, aber mindestens ein Sturz zu viel. Na, vielleicht wird nächstes Rennen an sich noch ein bisschen interessant, wenn wir da ein bisschen noch wieder aufschließen, wieder noch den einen oder anderen Rollmanöver vielleicht setzen können. Wieder die Scheißstelle, das gibt's ja nicht. Genau das Arscheck da hinten. Sorry, aber das ist wirklich ehrlich. Dahinter. Ja, die zwei, da könnte man noch aufschließen.
Jetzt haben wir wieder halbwegs den Rennrhythmus gefunden. Jawohl, hier sind wir schon einmal dran. Der Suzuki strickt hier aus. Der quetscht uns gleich mal rein. Ui. Sehr schön, ja, und jetzt geht er vom Gas. Warum bleibt er da nicht oben? So, hier jetzt da, das, wo wir zweimal hergeflogen sind. Jetzt haben wir es ein bisschen anders erwischt, auch wegen dem Rollmanöver. Jetzt fahrt er innen rein! Nein! Ja, ist es schon wieder. Das war wirklich das leichte Risiko schon. Ein bisschen mehr probieren. Innen ein bisschen enger und schon hängt man in der Werbebande. Trotzdem geil, der Grand Prix hier. Auch irgendwie geil da mit der Hahnadel, das geht eigentlich. Da habe ich noch keine Probleme gehabt. Hier dann eine Runde geht's dann noch nach der. Boxengasse vorbei wieder, Start und Ziel. Vielleicht können wir den fünften noch irgendwie kriegen. Ah, fast ein bisschen zu weit gesprungen. Die Salle hinten wieder nur Zehnter. Hat ein Problem auf der Strecke. Er war wahrscheinlich bei der Quali schon nicht allzu weit vorne. So, jetzt haben wir endlich den Sprung hier schön reingeschafft. Nicht das Eck, was wir zweimal blöd erwischt haben. Boah, hier fast wieder. Das habe ich mir ja jetzt auch gemerkt. Ja, aber da werden wir nicht mehr kriegen in der letzten Runde da vorne. Ich will auch nicht mehr ausgehen, wenn er nicht selber einen Fehler macht. Der ist zu weit weg hier. Dann ist auch nicht im Zweikampf, also von dem her. Hat zwar nicht den Speed von Nagel, aber. Zwar ein bisschen ran, Hahnadel, aber da hätte man müssen eigentlich schon überholen. Ja, jetzt kommt dann schon die Schlussphase. Wieder das Scheißeck da. Ja, fahrst du bitte weiter. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Gut, Sechster. Danke. Ja, das ist ja auch behindert aufgestellt, dass man da genau stehen bleibt, wenn man da reinfährt. War gut. Ja, Sechster. Das war das zweite Rennen war nicht so gut. Erstes war geil, zweites jetzt leider nicht so. Sechster Platz. Kindermann wieder irgendwer hier mit dabei. Nagel gewinnt. Knapp vor Paulin, aber immerhin. Tommy Searle immerhin. Ja, gut, 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 gut. Jeff, ja, für die Honda gar nicht als so schlecht. Dritter bin ich hier. Oh, Nagel, 50 Punkte Ausbeute. Paulin 40, 3 Punkte gegenüber zu mir. Ja, das ist. Achso, Paulin ist sowieso Erster, ja, nur nicht schlecht. Er baut die Führung weiter aus, aber ich kann mich da ein bisschen auf P2 festsetzen. Der Decker hat hier die Salle überholt, der hier ganz schlecht abgeschnitten hat. Der war natürlich hinter mir, das ist nämlich von dem her sehr gut. Monster Energy, ja, machen wir auf einschalten. So. Das war's in meinem. Mit meiner Marathon-Aufnahme. Ah, hier wieder. Naja. Ich glaube, das ist ein Fehler, glaube ich. Dritter Platz, da sollte man eigentlich ein bisschen jubeln, glaube ich. Nicht hier ein Standbild von mitten auf der Strecke. Aber okay. Gut. MX1 in Mature. Ein Bild einfach nur von der Strecke. Auch nicht schlecht. So, das war's auch schon wieder. Wir halten uns wieder kurz, wenn wir 5 Runden gefahren sind, dass wir da nicht wieder zu weit oder zu lang sind mit dem Bad. Aber so tragisch wird es nicht sein. Ja, wo wird's wieder? Jetzt demnächst wird es vielleicht wieder ein Angebot geben. Ich schätze mal um 9 bis 10. Wo war vorher? Das war
4. Ja, da in der Gegend wird es jetzt bald wieder mal ein Angebot, glaube ich, geben, wieder von einem Team. Das werden wir auch nochmal vielleicht noch ein anderes testen, eventuell, oder bleiben wir da, schauen wir mal. Dann haben wir das einmal durch. Und dann warten wir vielleicht doch auf ein Patch oder wie auch immer. Das entscheiden wir dann, wenn wir das hier komplett durch haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei mir ist jetzt der 17.04. der Marathon, die Marathonaufnahme, die kleine von dritten Rennen jetzt weg bis zum 8. hier. Alle mal auf einmal durchgefahren und aufgenommen. Brauche ich nochmal verarbeiten und dann Tag für Tag hochladen. Also das ist das letzte, wird wahrscheinlich, das, ja, das wird sicher mindestens eine Woche nach meiner Aufnahme hochgehen. Hoffentlich, dass inzwischen schon ein Patch kommt oder so. Aber nachdem sie so lange Zeit gelassen haben, wird er nicht hoffentlich genau jetzt kommen. Und ja, wenn nicht, bin ich sie schon gefahren. Ich bedanke mal hier bis hierhin fürs Zuschauen. Ja. Wenn ihr dieses Video jetzt hier gesehen habt, dann sind wir eh schon wieder beim 8. Rennen. Und wir nähern uns schon der Schlussphase. Ja, genau, jetzt kommt Schweden. Das war's. Bis zum nächsten Mal, danke und ciao, ciao.